So, und hallo und herzlich willkommen jetzt hier wieder zurück. Wir sind jetzt hier in Donaueschingen und fahren weiter bis nach Singen. Im letzten Video im Train Simulator sind wir ja schon bis hierher gefahren. Und es freut mich, wenn ihr dieses Video schon mal gesehen habt. Also wenn ihr das Video gesehen habt, das letzte, und jetzt wieder zuschaut, um den zweiten Teil von diesem Szenario zu sehen. Freut mich natürlich sehr, wenn ihr dabei seid. Und deswegen würde ich sagen, fahren wir einfach jetzt sofort hier mit VMAX 140 km/h. Dieser wunderschönen Strecke. Haben aktuell zwischen 50 und 60 FPS, also ist alles super. Oh ne, zu schnell möchte ich. Ja. Da sagt auch hier unser Zug nein, weil 140 ist nur unsere Maximalgeschwindigkeit. Mit PZB dürfen wir so 160. Mit LZB. Habe ich PZB oder LZB gesagt? Auf jeden Fall mit LZB dürfen wir 160, aber ohne nur mit 140. Wie gut der Zug beschleunigt, obwohl wir solche hohe Geschwindigkeiten gerade fahren. Der Quietschi. Wie man ihn auch nennt, ne? Sehr toll, dieser Zug. Wurde wirklich sehr schön gemacht, dieser Zug. Also lohnt sich auf jeden Fall, so wie die Strecken natürlich auch. Konstanz-Villingen und Konstanz-Hausach. Braucht man nämlich beide, um dieses Szenario zu fahren. Denn Konstanz-Hausach ist nur eine Erweiterung für Konstanz-Villingen. Und ja. Somit braucht man natürlich beide. Einmal von Virtual Railroads, Konstanz-Villingen und Konstanz-Hausach wurde von TSG gemacht. Oh, in der City. Sehr schön.
Next Halt, Geisingen. Wir müssen jetzt einfach noch mal ein bisschen Gas geben. Vielleicht kriegen wir wenigstens bis zum Endhalt noch mal die Verspätung ein bisschen rein. Aktuell 1 Minute und 20 Sekunden in etwa. So, Geisingen. Hab ein bisschen zu früh schon gebremst. Anscheinend oder doch nicht. Weil der Bahnsteig relativ kurz ist. Also für den TS haben wir verkackt an diesem Halt. Jetzt mal ganz im Ernst. Deutsche Bahn, was habt ihr euch hier gedacht? Anscheinend gar nichts. Wofür braucht man so ein kurzes Stück an erneutem Bahnsteig? Wahrscheinlich halten eh alle Züge bis hier ganz vorne, so dass hier Ende des Zuges ist vielleicht. Oder vielleicht hier. Aber hier, das wird doch keiner mehr wahrnehmen. Und wieso gehen jetzt die scheiß Türen nicht zu? Ah, jetzt. Also, wir müssen weiter. Train Simulator sagt, nee, an diesem Halt. Somit kriegen wir da auch wieder ein schönes X. Haben wir ja eh seit dem dritten Halt, ne? So, weiter geht's. Da oben ist eine Autobahn oder so. Sieht sehr, sehr toll aus. Insgesamt, also diese Strecke wirklich Kaufempfehlung ist draußen. Ich finde sowas von Hammer. So wie Freiburg-Basel wirklich sind hier diese zwei Strecken genauso super. Im Moseltal ist natürlich auch, also durchs Moseltal ist auch eine sehr schöne Strecke. Aber da sieht es halt mit dem Reload Pack nochmal geiler aus. Freiburg-Basel sieht mit Reload Pack auch nochmal geiler aus. Insgesamt, man muss sagen, einige Strecken sind schon recht geil hier im Train Simulator. Man muss auch sagen, der Train Simulator ist von der Map-Gestaltung bei manchen Strecken schon besser als der Trains in World, ja. Und OMSI schlägt so oder so. Also hier die Grafik ist ja besser als im OMSI. Sieht man ja allein schon an dem Wasser da rechts, wie schön das ist. Also das fasziniert mich immer und immer wieder. Wie viel Zeit hier wahrscheinlich auch reingeflossen ist, ich möchte es gar nicht wissen. Wahrscheinlich so viel.
dass kaum jemand das alleine innerhalb von einem Monat brauchen könnte. Also, da hat man bestimmt mehrere Monate in einem ganzen Team gebaut. Ich weiß auch gar nicht, wie es bei VR ist, ob die das hauptberuflich teilweise sogar machen, ich weiß es nicht. I don't know that. Hier ist ein bisschen Gras auf der Strecke. Ah, schau doch mal, wie toll das ist hier. Wie man schon die ganze Strecke übersieht, ne? Also übersehen kann, einsehen kann, wie auch immer. Ich habe vergessen jetzt, das für den Transenator hier gerade an dem Hals zu machen. So, und dann geht's weiter nach Emmendingen. Ja, unser Stromverbrauch. 30% von dem, was wir verbraucht haben, haben wir wieder zurückgespeist durch Bremsen ins Stromnetz. Servus, Kollege. Also hatte ich schon bessere Bilanzen. Muss ich ehrlich sein. Rechts ist die HZL. Und dann fahren wir jetzt mal in den Bahnhof von Immendingen rein. Die ist auch sehr ruhig. Haben wir schon 2 Minuten Verspätung. Also da kann man nichts mehr richtig einholen bis nach Singen. Also können tut man schon, aber für welchen Bereich so ist halt, ne? Da steht ein 650er. So. Und dann werden wir jetzt mal. Jetzt habe ich es hier schon wieder vergessen. Ist doch wirklich ein Scheiß. Ich habe nichts gesagt, ne? Also, das ist zum Beispiel im TSW wirklich gut geregelt. Also, geregelt. Bei jedem Zug ist das hier mit den Bedienelementen gemacht. Dann startet auch die Zeit. Da ist, glaube ich, den 650er starten hören. Oder war das ein LKW? Weil der 650er hat ja einen LKW-Motor.
weshalb die sich ja relativ ähnlich anhören beim Starten und beim Fahren. Sollte vielleicht auch mal noch das Fenster schließen. So, nächster Halt, Engen. Da links ist ein Güteranschluss oder irgendeine Strecke anscheinend, die jetzt hier noch dazu stößt. Vielleicht dürfen wir dann auch 90. Währenddessen wir hier runterfahren, also beschleunige ich gar nicht, sondern wir lassen uns dann auf die Geschwindigkeit rollen. Klappt super, sieht man ja auch schon. Servus, Kollege.
Das ist das Panzer. Oder was ist das? Ich kann es jetzt nicht so gut erkennen, da es so dunkel dort ist. Was da drauf stand und insgesamt hier ja auch nicht so hell ist. Und natürlich auch noch die hohe Geschwindigkeit, ne? Geht schon hier relativ schnell ab, ne? Wo kann man mit Scheibenwischer eigentlich denn bei diesem Zug? So, super. Ah, mein. Böser Scheibenwischer. Jetzt muss ich ihn wieder erwischen. Scheiß Scheibenwischer einstellen. Wieso kommt. Ich kam doch da vorhin dran. Ich habe keine Ahnung, wie man diesen scheiß Scheibenwischer hier jetzt umstellt wieder. Ja, irgendwo hier unten war es doch. Weil irgendwie habe ich es ja da unten umgestellt. Aber da ist der Sander nur. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Und dann kann ich noch nicht mal da was machen. Kann man denn hier die scheiß Tür aufmachen, damit man drankommt? Nein, kommt man nicht. Jetzt komme ich hier an den Sitz, aber da unten an diesen fucking Scheibenwischer nicht.
Das ist doch ein Scheiß hier. Wieso kriege ich den Scheiß Scheinwischer da nicht aus? Da kann ich es ausmachen. Super. So, ich hab's geschafft. Oh, zum Glück. Ich habe mich ein wenig sehr aufgeregt. Oder sagen wir es besser, ich habe mich total aufgeregt gerade. Und wenn ihr meinen Hund hört, an der Stelle entschuldigen. Entschuldige. So, Engen. Adler Flur 3 von Seehaus. Hier sind die ganzen Leute, also bleiben wir hier stehen. Wir sind ja fast freundlich. So. Schauen wir uns mal kurz den Flirt 3 an. Sehr schöner Zug, dieser Flirt 3. Ja, leider in der falschen Lackierung. Also in einer anderen Lackierung mag ich den noch mehr, aber Flirt 3 an sich ist eh schon toll. Aber auch nur der normale, der Flirt 3 XL gefällt mir wiederum nicht. Der ist ein bisschen, vor allem mit diesen breiten Türen, also ein bisschen breiteren Türen, gefällt mir gar nicht. So, nächster Halt, Welchingen, Neuhausen, oder Welchingen, Neuhausen. Ich glaube, das lohnt sich jetzt auch gar nicht mehr. Oh, es geht bergab und deswegen werden wir schneller. Naja. Jetzt ist er eh 130. Aber lohnt sich nicht zu beschleunigen, da gleich unser Halt ja ist. Und unsere Verspätung wird leider immer mehr.
Sehr schöner Haltepunkt hier mal wieder. Oh. So, nächster Halt, Mühlhausen. Da kommt jetzt halt. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Ne, das schaffen wir nicht. Hätten wir vielleicht noch mit der Schnellbremsung geschafft. Aber an der Stelle müssen wir leider bei Mühlhausen durchfahren. Denn rückwärts fahren ist nicht. Sehr vergesslich, ich entschuldige mich sehr dafür, dass wir den Halt Mühlhausen leider nicht beachtet haben und dort durchgefahren sind. Leider. Ich bitte sehr um Entschuldigung und wünsche Ihnen trotzdem noch eine angenehme Weiterfahrt in Singen, am Haltepunkt Singen, Landesgartenschau. Haben Sie die Möglichkeit, in eine Regionalbahn, die uns entgegenfährt, einzusteigen und wieder zu diesem Halt zu fahren? Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. Boah, so eine schlechte Ansage habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Rexroot, Neumatik. Keine Ahnung, was Neumatik ist. An der Stelle. Aber wenn ihr es wisst, wie immer gerne in die Kommentare. Ich lerne jeden Tag gerne dazu.
noch 2,5 Kilometer. Wir fahren jetzt mal etwas vorsichtiger da rein, ne? Wir haben ja eh Ende in Singen. Weshalb es uns eh nichts bringt, wenn wir jetzt die Verspätung rausholen. Das holen wir schneller raus, indem wir einfach schnell daran Führerstandswechsel machen, wenn wir direkt zurückfahren würden. Interessant, dass man das hier eingebaut hat. Auf der Strecke. Vor allem, was man hier für eine Sicht wahrscheinlich hat, wenn man hier irgendwie irgendwo hochkommen könnte. Dann könnte man hier wirklich alles überblicken in der Umgebung, ne? So, nächster Halt. Singen. Wie immer natürlich VR wieder, oder? Muss man eigentlich nicht bestätigen, aber... Man lernt es so in der Ausbildung, dass man es bestätigen sollte. Und habe ich das richtig gesehen? 30. Glaube schon, ne?
Ja, singen war ich jetzt schon länger nicht mehr. Insgesamt bin ich auf der Strecke schon sehr lange nicht mehr gefahren. Bis auf einmal, wo ich das Szenario getestet habe, auch eben heute, ne? So, und da sind wir am Ende. Da haben wir es geschafft. So. Was steht denn hier schönes rum? 4,25er. Güterzüge, steht da hinten auch noch irgendwas Schönes. Auf jeden Fall viele Busse. Sehr gut gemacht. Sie haben nun Ihren Feierabend. Gruß BR 423. Jo, ein sehr schönes Szenario. Link, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Ja. Nicht so gut, egal. Wir sind jetzt 77 Kilometer tatsächlich gefahren. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es heißt Train Simulator 2020. Aber wahrscheinlich kommt jetzt ja demnächst TSW 2 und deswegen wird wahrscheinlich dann TSW 2 kommen, anstatt Train Simulator 2020 erstmal. Also, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.